Die Spiel der Woche, Shocking Short Highlights, powered by Autohaus Holländer und von Gorakan Object, die Anzeigetafel Profis. Hallo und herzlich willkommen zu den Shocking Short Highlights des aktuellen Spiel der Woche. Es war Liga Staffel 1, 10. Spieltag, wir schreiben den 31. Oktober 2021, es ist Halloween. Der Tabellenfünfter Siltrup zu Gast beim 5. der Liga Neukirchen. In der mitreißenden Partie erwischten die Gäste einen blitzsauberen Start. Mit der ersten Chance der Partie gelingt Luca Marco De Angelis in Minute 11 die Führung für Hitro. In Minute 24 erhielt Montazar Hamani für die favorisierten Gäste auf 0:2. Das war auch der Pausenstart. Die Antwort der Gastgeber folgte in Minute 52. Joshua Ross setzte einen Freistoß direkt in die Maschen und verkürzt damit sehenswert auf 1:2. Die Freude beider Heime währte nur kurz, denn Robin Krümpel schwächte sein Team in Minute 54 durch den eigenen Platzverweis. Neunkirchen also nur noch zu zehnt. Aber die Hausherren zeigten Moral und Kampfgeist. In Minute 62 erzielte Joshua Ross den Ausgleich für Neunkirchen. 2:2. In Minute 75 belohnte sich der Gastgeber für seinen Einsatz und erzielte durch Joshua Ross, den hier ein Loop in einer Hattrick lang, den 3:2 Führungs- und Siegtreffer. Neunkirchen behielt am Ende alle Punkte in der Rheinischen Arena. Das alles und noch viel, viel mehr sehen Sie im ausführlichen Spielbericht zum aktuellen Heimspiel. Spiel der Woche.